Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir zocken zusammen No Man's Sky. Ich bin sowas von heiß auf dieses Spiel. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, wie lang dieses Let's Play gehen wird. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel wird. Normalerweise bin ich gar nicht so ein Science-Fiction-Mensch, der so gerne mit Raumschiffen rumfliegt oder so. Aber das ist ja wohl mal der Hammer, was hier versprochen wurde. Und ob das Spiel hält, das werden wir natürlich rausfinden. Und ja, da geht's auch schon los. Initialisierung. Planet Uphileaxi, keine Ahnung, Eukilid, naja. Okay. Wir sind auf Uphileaxi. Und ja, jetzt sind wir hier in No Man's Sky. Ich kann es gar nicht fassen, dass es doch endlich mal rausgekommen ist, das Spiel. Weil ich meine, hey. Was ist das? Planeten verlassen, dein abgestürztes Raumschiff finden zum Interagieren, Fähigkeit halten. Ja, ja. Ich möchte diesen Planeten noch nicht verlassen. Ich möchte mich hier mal ein bisschen umgucken. Ja, ich bin ziemlich froh, dass es. Ich bin echt verblüfft, dass das Spiel endlich mal raus ist. Weil. Ja, Platin 20. Jo, haben wir hier irgendwas gesammelt? Weil es wurde ja ewig lang, es war das ja in der Entwicklung, Eisen. Eisen, okay. Oh, okay. Schubdüsen reparieren, Planet verlassen. Ja, ja, nee, warte mal. Haben wir natürlich Eisen abgebaut, das kann man jetzt hier auch... Also ich habe natürlich noch keine richtige Ahnung, wie das Spiel hier funktioniert. Also wir sollen auf jeden Fall Planeten erforschen, klar. Und wir sollen zum Mittelpunkt der Erde, das Universum. Auch okay. Aber was wir hier alles machen können und was wir hier alles entdecken, das ist natürlich dem Zufall überlassen. Wir haben ja noch mehr Eisen, ich weiß nicht. Ich weiß auch, dass es hier irgendwie, ich sag mal, Polizisten gibt. Die Polizei, die Weltraumpolizei. Frachtabwurf. Schildsplitter, okay. Und das, wenn wir zu viel, warte mal. Wenn wir zu viel kaputt machen und zu viel sammeln und zu viel erforschen und zu viel Tiere töten. Kommt natürlich die die Weltraumpolizei, sagen wir so, und wird uns dann eben jagen. Das wird so ähnlich sein wie zack, wie GTA. Okay, beschleunigtes Feuern Sigma. Photonenkanonen Begleiteinheit. Die Feuerrate der Photonenkanone wird erhöht. Alter Schwede, was ist hier heute los? Schnellfeuermodifikation, die Schadenseliminierungs- und Zerstörungspotenzial bei anvisierten Zielen erhöht. Funktion automatisch nach dem Bau im Raumschiff-Inventar des Nutzers. Herstellen Eisen. Aluminium.
okay, wir brauchen noch Aluminium. Das Problem ist, dass unser Toxic-Dings da, Atlas V1 erforderlich. Okay. Ich glaube, die ganzen Sachen müssen wir jetzt hier irgendwie zusammensammeln. Wollen wir denn hier Trümmer interagieren? Notrufsignal. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich innen und auswendig, viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert? Ein Name brennt sich in meinen Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Die Führung des Atlas annehmen. Die Führung ablehnen und frei erkunden. Ich werde die mal annehmen. Ich spüre, wie das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Das war, glaube ich, dasselbe, was drin stand. Ja, okay. Das Problem ist immer noch. Startschubdüse kritisch beschädigt. Okay. Startschubdüse, wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen der Schubdüse Plutonium erforderlich ist. Für die Startprozeduren sind vor der Aktivierung ausreichend Treibstofflevels nötig. Zum Abheben Planetendrücke R2 gedrückt halten, Kreis gedrückt halten, um den Geschwindigkeitsstub während des Flugs zu aktivieren. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Okay, dann, wir können natürlich jetzt nichts hier machen. Oder können wir? Nein. Okay, das Problem ist, dass unser Wiederherstellungspunkt gespeichert. Ah, okay. Und jetzt ist sozusagen, jetzt ist unser Dings wieder. Jetzt ist unser, Grovax, komm. Atlas Pass V1 nötig. Was habe ich denn jetzt alles? Wir haben Platin, Eisen, Schildsplitter, Grovax-Konverter, Lebenserhaltung, Jetpack. Zum Start X gedrückt halten und Erfahrung, Gefahrenschutz. Ah, okay, wir können also schon mal ein bisschen fliegen. Okay, also das heißt, wir brauchen Aluminium und so ein Zeug, um unser Raumschiff wieder, und hier, das ist ja wieder Platinum, oder? War das nicht? Ein- und Ausschalten der Taschenlampe. Achso. Was ist das? Warte mal, wie ging denn das jetzt nochmal? Was teleportiere beliebig Gegenstände vom Exo-Anzug zum Raumschiff? Kann ich denn das jetzt nochmal nehmen? Bin ich jetzt blöd? Wahrscheinlich, weil ich es schon genommen habe. Okay, wir haben hier hinten ein Fragezeichen. Wir müssen noch so ein bisschen auf den Planeten umschauen. Oh, da ist noch... Oh, was habe ich denn jetzt? Scanner kritisch beschädigt. Oh Mann, Kohlenstoff brauchen wir auch noch. Eisen haben wir ja genug. Ich glaube, wir sollten versuchen... Wow. 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 Okay, ich kann das mal... Oh, jetzt haben wir Kohlenstoff gesammelt. Okay, okay, das braucht man doch auch für irgendwas. Kohlenstoff braucht man auch. Okay, das gibt Eisen. Naja, das stammen wir mal das eine Eisen noch ein. Zack. Wieder ein bisschen Eisen. Oh, wir haben hier noch einen Abwurfcontainer. Ja, das ist mir schon bewusst. Wissensstein, interagieren. Oh. Du hast das Wiken-Wort für Eindringling gelernt. Ah, okay, stimmt, genau. Wir müssen jetzt auch noch Isotop. Die Sprachen der Einwohner lernen, indem wir eben solche Wissenssteine
hier, was ist jetzt? Was? Indem wir solche Wissenssteine aktivieren, da lernen wir dann die Sprache der Einwohner von diesem Planeten. Und oh, ich weiß nicht, ob ich hier runter darf. Ich weiß nicht, wie weit man fallen darf. Was? Eisen. Warte mal. Ach, hier steht es ja. Sammle. Was? Analysevisier. Bionoglomaker. Optisches Verbesserung. Kreaturenentdeckungssystem. Ermöglicht es, dem Nutzer planetare Kreaturen zu markieren und diese sowie entfernte Wegpunkte und Alienbauten zu identifizieren. Zur Bedienung L2 gedrückt halten. Zum Zoomen. Ja, ich habe ja die. Kann ich das jetzt irgendwie. Analyse kritisch bestätigt drücken, um Inventar zu öffnen. Da haben wir Kohlenstoff, haben wir nicht. Ah, hier das. Okay. Hier kann ich es zerlegen und mit X kann ich es reparieren. Okay, jetzt haben wir den Analyse-Bla-Gedöns. Ach, jetzt habe ich dieses Gerät hier. Super. Jetzt können wir so ein bisschen abscannen. Okay. Okay. Warte mal, das hier war noch. Der Scanner ist kritisch beschädigt. Gibt es hier noch mehr? Ich drücke mal alle Tasten kurz durch. Okay. Ah, schlagen. Okay, ich sollte mal ganz kurz zum Raumschiff zurückgehen. Ich muss erstmal reinkommen. Logisch, ne? Das muss, glaube ich, jeder. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz meine. So, habe ich den jetzt, wenn ich jetzt hier schaue, Raumschiff-Inventar hat 15 Plätze und wie viel habe ich denn? Wo ist denn mein Scan, Hyperantrieb? Waffen, Gesundheit, Scan und Hyperantrieb, okay. L1 ist der Exo-Anzug, der hat 12 Plätze. Okidoki, also kann ich hier Raumschiff? Multiwerkzeug. Ach so, das sind Einsätze in dem Multiwerkzeug. Gut. Okay, dann haben wir hier Raumschiff-Inventar. Da haben wir, das ist kaputt. Das ist kaputt. Das müssen wir, denke ich mal, alles noch reparieren, bevor wir hier los können. Oh ja. Und wir haben hier. Hier funktioniert alles soweit. Und wie kann ich denn jetzt zum Beispiel Eisen nehmen? Nee. Wie kann ich denn jetzt Eisen? Objekt übertragen. Okay, ich mach mal. Fuck. So, habt ihr übertragen? Ist das jetzt im Raumschiff? Ah, genau. Super. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Weiter geht's. Und wir haben noch 34% von diesen Diamanten. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann gejagt? Oder? Ja, natürlich, ist ja klar. Wir sind ja hier, wir haben wieder Eisen. Hm. Kohlenstoff, genau, das brauchen wir. Eisen. Kann ich denn auch vom Raumschiff wieder zurück? Ach, hier ist auch nochmal Kohlenstoff. Ne, Plutonium. Ich muss aufpassen, 31%. Ich denke mir mal, dass wenn die runter ist, dann wir vielleicht einen Gejagtstern oder so bekommen. Aber ich brauche ja nun mal jetzt erstmal die Sachen. Also komme ich nicht drum rum, würde ich behaupten. Ich wollte jetzt noch mal was probieren. Und zwar kann ich denn auch vom Raumschiff ausrangieren, Objekt übertragen. Zack. Ja, kann ich. Und guck mal, hier haben wir doch diese Karitplatte. Sollte ich nicht mit dieser Karitplatte irgendwas machen? Deflektorschild? Sollte ich nicht mit dieser komischen Karitplatte. Ach nee, das war ja. Raumschiff Startschubdüsen reparieren. Ja, das habe ich schon begriffen. Hier brauche ich den Atlas-Gedöns. Na hier, Frachtabwurf. Plutonium. Okay, mit Plutonium könnte ich jetzt irgendwas reparieren, ne? Nicht? Boah, Alter, es ist so interessant.
Auch wenn es vielleicht für euch jetzt gerade so ein bisschen, na Mann, oh, mach doch mal was. Ja, aber ich muss ja gucken. Ich muss erst mal gucken. So, wir haben hier die Karitblätter 1 von 4. Brauchen sogar noch mehr solche Karitplatten. Iridium und hier haben wir das Hammer fertig. Multiwerkzeug, war dieser Scanner kaputt. Dazu braucht man Kohlenstoff. Und das hätten wir jetzt. Zack. Giftschutz bei 65. Apparat zum planetaren Erkundung. Ah, okay, dann ist das hier Papp. Jetzt scannen wir hier. Okay, super. Jetzt haben wir das Gebiet ein bisschen abgescannt. Ach ja, jetzt steigen wir gerade wieder ein. Ach, blöd. Na, wir werden das mal ganz kurz nochmal auffüllen und dann steigen wir aus und gehen weiter. So, aufgefüllt. Okay. Wie ist es dann, wenn ich jetzt hier die paar Prozent runter habe, die jetzt hier noch sind? Raus. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Materialien suchen, die ich noch brauche. Ehe ich jetzt hier Probleme bekomme, nicht wahr? Was ist das Gelbe eigentlich? Ankunft 2, 12, 11. Hier haben wir Zink. Zink, nee, Zink brauchen wir nicht. Eisen. Zink. Achso. Ja, nehmen wir mit. Kohlenstoff. Oh, hier ist noch so eine Kiste. Dann lass mich mal hier raus. Was haben wir denn hier? Plutonium. Und Schildsplitter. Okay. Sehr interessant, aber sehr lebloser Planet zurzeit noch. Da drüben dieser rote Strich. Achso, ich kann ja hier gar nicht rennen, ich voll Idiot. Hier haben wir wieder Zink. Da drüben haben wir so. Achso, ich kann ja gar nicht rennen. Ah! Ach, Rennen ist hier auf L3, deswegen bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Hier ist Eisen. Okay. Ja, dann leg ich sicherlich nimm der ab, Junge. Ah, hier wollte ich hin, genau, zu dem roten Gedöns. Das ist ein bisschen. Kann man denn überhaupt, warte mal, die Steuerung? Planet Kuhaldaruta. Entdeckt von Gizi Onkel. Entdeckt von GC gifthaltiger Staub, Wächter normal großzügig umbenennen, hochladen. Krasse Kacke. Ich kann jetzt also hier den Planeten. Ah, und das Geniale ist, apropos, was ich nämlich auch gehört habe, dass, wenn jetzt Leute auf einem Planeten waren, wo ich hinkomme, was ziemlich unwahrscheinlich sein wird, kann aber natürlich auch passieren, dann, ist sozusagen das schon abgebaut, was die abgebaut haben. Inventar voll. Ja, dann sollte ich mal sozusagen, wenn die jetzt dort einen Stein abbauen, dann ist der auch bei mir dann weg. So, mal Inventar geleert. Haben wir denn hier faszinierende Perle? Okay. Plutonium und ein Energiekanister. Überbrückungschip erforderlich. Alter, was man hier alles braucht. Eisen.
Harmium. Oder habe ich nicht gerade noch? Halt, stopp, hier ist ein Scan. War das das jetzt? Ach so, das ist das. Ein Überbrückungschip. Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Auf jeden Fall scheint hier das, toxisch, ne? Heißt das ja. Wir können jetzt nicht Schildsplitter, super. Ich finde überall Abwurfdinger. Aber ich darf jetzt auch nicht so weit. Ich würde sagen, bei 50%. Dreh mal wieder rum zum Raumschiff. Super. Jetzt habe ich aber gerade überhaupt keinen Bock rumzudrehen zum Raumschiff, muss ich sagen. Kann ich denn jetzt hier rüber mich irgendwie beamen oder so? Wie kann man denn jetzt sagen, darüber will ich? Hier kann man es halt anschalten. Oder aber darüber möchte ich noch mal gern gehen. Weil ich gern wissen möchte, was das da unten ist. Das heißt also, wir... Ach, da unten ist es. Das heißt also, diesen Planet zum Beispiel, den hat noch keiner gesehen. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich kann den ja jetzt... Den habe ich ja jetzt entdeckt. Den kann ich ja jetzt nach mir benennen, meinetwegen. Schilde auf Maxi. Heisen. Damit kann ich meine Schilde auf. Oh, was haben wir denn hier? Kohlenstoff. Wow. Okay, das, also die, ich denke mir mit den Diamanten, das sind so die Dinger, die sollte ich mal lieber sein lassen. Weil damit bringe ich mich selber in Gefahr. Upsala. Okay, dann werde ich mal zu diesen anderen Fragezeichen dahinter laufen, weil das ist nicht so weit entfernt von uns. Aber wir müssen jetzt uns erstmal wieder ganz kurz aufladen. Eisen. Oh. Kann ich jetzt einfach hier auf den Fußboden schieben? Nö. Gut. Und jetzt hier einfach so den Pilz. Oh, ja. Okay. Und da machen wir dann auch diesen... Aha. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Das möchte ich gerne noch einsammeln. Ja, wir sind ja gleich wieder beim Raumschiff. Ganz ruhig bleiben. Faszinierende Perle. Plutonium. Gesundheit auf Maximum. Ja, super. Das interessiert mich gerade nicht, die Bohne. Ich brauche meinen Sauerstoff. Mein Giftschutz wieder hochzukriegen. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal... Oh. Da oben fliegt was. Upsala. Alter. Was? Ach, ich hab wieder den falschen Knopf gedrückt, okay. Boah, das ist so ein Mist, dass wir uns nicht weiter wegbewegen können. Oh. Erstmal den Giftschutz wieder hoch. Und ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall ist das, das Spiel sehr, sehr interessant. Und ja, wir müssen uns noch ein bisschen auf ein paar Einzelteile hier, wir müssen uns noch ein bisschen auf ein paar Einzelteile konzentrieren, die wir uns holen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Also mir persönlich hat es echt bis jetzt total Spaß gemacht, das alles rauszufinden, wie das hier funktioniert. Das ist wow. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns. Ich mach die erstmal täglich, die Sachen. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Bis denn. Tschüss.